Ich bin Berliner Aufarbeitungsbeauftragter und freue mich, dass Sie heute dabei sind, egal ob nun hier vor Ort oder dort draußen vor den digitalen Endgeräten. Meine Damen und Herren, zum heutigen Tag der Pressefreiheit hat Reporter ohne Grenzen die diesjährige Rangliste der Pressefreiheit herausgegeben. Und bevor wir uns nun den am Abend schwerpunktmäßig Russland und der Ukraine widmen, scheint es mir doch angeraten, eingehend zumindest darauf hinzuweisen, dass auch hier bei uns in Deutschland nicht alles eitel Sonnenschein ist. Zwar liegt Deutschland mit Platz 16 durchaus auf einer komfortablen Platzierung, doch wird die hiesige Situation erstmals nicht mehr als gut, sondern nur noch als zufriedenstellend eingeschätzt. Das liegt vor allem an der Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten auf Demonstrationen, insbesondere aus dem Querdenkermilieu, die mit mehr als 80 Vorfällen so hoch ist wie nie zuvor. Aber auch der Einsatz sogenannter Staatstrojaner und das allgemeine Abnehmen der Medienvielfalt werden von Reporter ohne Grenzen hier als problematisch wahrgenommen. Darauf wollte ich zumindest hinweisen. Dies alles ist natürlich nichts im Vergleich zu Russland, um das es heute gehen soll. Mit Platz 155 liegt es nahezu am Ende der Rangliste und wir können wohl mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die Situation sich in den letzten Wochen keineswegs verbessert hat. Totale Kontrolle, Zensur und Pressefreiheit in Russland seit dem Beginn des Ukraine-Krieges ist der heutige Abend überschrieben und ich danke vor allem all unseren Podiumsgästen, dass sie hierher gekommen sind, um mit uns über diesbezügliche Fragen zu diskutieren. Die Moderatorin des Abends, Anna Litwinenko von der Freien Universität Berlin, wird Ihnen die Gäste nachher dann noch im Einzelnen vorstellen. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, hört man gegenwärtig immer wieder. Ist das so? Und wenn es so ist, was bedeutet das eigentlich für Russland? Was bedeutet das für die Ukraine? Und vielleicht auch, was bedeutet das für uns? Derartige Fragen sind sicherlich nicht leicht zu beantworten, doch umso wichtiger scheint es mir, dass wir sie zumindest stellen und dann auch versuchen, heute Antworten auf diese Fragen zu finden. Damit darf ich auch schon unseren Podiumsgästen das Wort übergeben und wünsche uns allen einen erkenntnisreichen, wie im besten Sinne unterhaltsamen Abend. Frau Litwinenko, bitte. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank, Herr Schöne. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde. Diese Veranstaltung wird über den YouTube-Kanal vom Stasi-Unterlagenarchiv gestreamt und ich begrüße ganz herzlich Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier im Campus für Demokratie eingetroffen sind und diejenigen, die vor ihrem Bildschirm sind. Im Namen der Kooperationspartner, das sind Bundesarchiv, Stasi-Unterlagenarchiv, Robert-Hafemann-Gesellschaft und Reporter ohne Grenzen. Heute, wie Herr Schöne schon gesagt hat, beginnt die Themenwoche Menschenrechte im Konflikt. Und der historische Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale, wo wir uns alle befinden, beherbergt zwei Errungenschaften der Friedlichen Revolution, das Archiv der DDR-Opposition, der Robert-Hafemann-Gesellschaft und das Stasi-Unterlagenarchiv, also mit 111 Kilometern von Akten, deren Informationen von der Staatssicherheit unter Verletzung der Menschenrechte beschafft wurden. Und wie schon gesagt, die Themenreihe diese Woche greift Themen rund um Menschenrechte im Konflikt auf. Wir freuen uns auf anregende Gespräche und Ihre Beteiligung. Und heute ist ein besonderer Tag, der Tag der Pressefreiheit. Dmitri Muratov, der Friedensnobelpreisträger aus Russland, hat eine Videobotschaft aufgezeichnet, die gestern im ARD lief. Und da sagte er Folgendes über diesen Tag: Wenn es keine freie Presse gibt, gibt es keine Zukunft. Und deshalb ist der Tag der Pressefreiheit kein Branchen- oder Firmenfeiertag, es ist ein Tag für die ganze Menschheit, wenn sie denn überleben will. Und ich glaube, es sind sehr treffende Worte, die unterstreichen die Relevanz von unserem heutigen Thema. Das lautet: totale Zensur,
totale Kontrolle, Zensur und Pressefreiheit in Russland seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Noch ein Hinweis, wer uns online auf YouTube zuschaut, hat die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Die werden hier uns zugespielt und ich werde versuchen, die auch mit einzubauen in unser Gespräch. Ich bin Anna Litvinenko, Kommunikationswissenschaftlerin von der FU Berlin und wir haben heute eine sehr spannende Runde von Expertinnen und Experten, die ich jetzt gerne vorstelle. Ich fange mal von hier von rechts an. Dmitri Vatchedin ist ein Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor, der schon seit 1999 in Deutschland lebt. Er hat Philologie und Politikwissenschaft in Mainz studiert. Und er arbeitet für das regierungskritische Nachrichtenportal Medusa. Medusa ist eigentlich das, ich würde sagen, das einzig gebliebene Nachrichtenportal, das als Redaktion, als eine vollständige Redaktion mit einer Infrastruktur jetzt noch agiert. Aus unabhängigen Medien in Russland, weil sehr viele jetzt geflohen sind. Und Medusa arbeitet schon seit 2014 im Exil. Die haben richtig viel Erfahrung damit. Und jetzt haben sie noch eine sehr, also bisher eine erfolgreiche Spendenkampagne auch in Europa, im Ausland gestartet, was auch durch Krautreporter hier in Deutschland unterstützt wurde. Ingo Petz ist auch Journalist und der leitet Belarus-Redaktion vom Decoder. Der hat in Köln und in Russland europäische Geschichte, Slawistik und Politikwissenschaft studiert und ist seit dem letzten Jahr eigentlich bei Decoder. Decoder ist ein Portal, was ich allen gerne ans Herz legen möchte. Als ein Portal, das ein Ziel hat, Russland und Belarus jetzt seit dem letzten Jahr zu entschlüsseln. Dafür arbeiten Journalistinnen und WissenschaftlerInnen, die auch unter anderem auch unabhängige Stimmen aus Russland und Belarus in die deutsche Sprache übersetzen. Und es ist wirklich ein sehr hochwertiger Journalismus, das auch preisgekrönt ist von Online Grime Award. Ulrike Gruske ist Journalistin, Osteuropa-Expertin. Sie hat in Hamburg Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa studiert und seit 10 Jahren ist sie schon Pressereferentin für Reporter ohne Grenzen. Das heißt, heute ist sie hat wirklich einen sehr intensiven Tag mit der Veröffentlichung der Rangliste der Pressefreiheit. Darüber werden wir auch bestimmt auch sprechen später. Davor hat sie als freie Korrespondentin aus Moskau und Tiflis berichtet, war Redakteurin beim Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung in Ost und bei deutschsprachigen Zeitungen der Wolga-Region. Und hier links von mir ist Alona Schistopalova. Die hat Politikwissenschaft in Lviv in der Ukraine studiert und ist jetzt Doktorandin an der Universität Hamburg und forscht zum Thema, und da übersetze ich aus dem Englischen, Konstruktion von Feindbilder in der Berichterstattung vom Ersten Kanal und von RT in Russland während des russisch-ukrainischen Konfliktes. Und sie hat auch viel Erfahrungen im Bereich Sicherheitspolitik gesammelt. Und da ganz links ist Carolina Golimowska, die uns heute hilft. Alona Schuster-Palova wird auf Englisch ihre Antworten geben. Da werden sie konsekutiv übersetzt. Aber Alona versteht sehr gut Deutsch, weil wir haben so eine Lösung gefunden, dass sie dann gleich auch übersetzt wird. Vielen Dank, Carolina, auch dafür. Genau. Jetzt würde ich gerne mit der Frage beginnen, die uns, glaube ich, jetzt während dieser Wochen sehr beschäftigt. Und ich glaube, da fragen ganz viele sich auch einander, wie kam es dazu? Ja, wie konnte es passieren,
dass der größte Teil der russischen Öffentlichkeit so schnell gleichgeschaltet werden konnte. Und wir sind jetzt in der ehemaligen Stasi-Zentrale und da kommen natürlich auch Parallelen in den Kopf mit der damaligen Situation in der DDR. Aber damals gab es ja keine sozialen Medien. Ja, es gab keine globalen Plattformen, wo Leute immer noch in Russland auch über VPNs, aber YouTube ist zum Beispiel noch nicht gesperrt, durchaus diese alternative Information bekommen können. Aber trotzdem scheinen die staatlichen Medien und die staatlichen Narrativen omnipotent zu sein. Wie konnte es passieren? Wer würde vielleicht anfangen mit der Antwort? Also zu allererst fällt mir da ein, das ist ja nicht so schnell gegangen. Also wir haben bei Reporter ohne Grenzen tatsächlich in mehreren ausführlichen Länderberichten detailliert nachgezeichnet, wie Wladimir Putin seit seinem Amtsantritt im Jahr 2000, also vor 22 Jahren, ganz, ganz systematisch die damals sehr freien Medien unter staatliche Kontrolle gebracht hat. Also erst das Fernsehen, dann die Printredaktionen, in denen unabhängige Chefredakteurinnen und Chefredakteure entweder gehen mussten oder gegangen worden sind. Galina Timtschenko, die Gründerin von Medusa, ist eine von ihnen. Mit ihr haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen die Zeitung damals verlassen. Das Internet war relativ frei eine ganze Weile, aber nach den massiven Protesten gegen Wladimir Putin 2011/12 ist auch der Kreml aufgewacht sozusagen und hat verstanden, dass das Internet auch eine politische, gesellschaftliche Macht werden kann. Und wir sehen also, wie auch dann, das sind jetzt 10 Jahre, wirklich sehr systematisch und schrittweise die Freiheit im Internet eingeschränkt wurde. Und wenn man sich jetzt fragt, wie konnte es denn dazu kommen, dass so viele Menschen unkritisch die Informationen aus dem Staatsfernsehen, die ja wirklich teilweise mit der Realität auch auf der Straße nicht viel zu tun haben, denen so viel Glauben schenken, dann liegt das zum Teil, denke ich, auch daran, dass einfach seit 20 Jahren diese krasse Übermacht, ich habe mich bis vor kurzem sehr dagegen gewehrt, es Propaganda zu nennen, aber inzwischen ist es tatsächlich staatliche Propaganda, aber dass diese gleichgeschalteten Inhalte auf die Bevölkerung niederregnen und sich natürlich bei allem Erfolg unabhängiger und super guter Online-Berichterstattung die meisten in der Bevölkerung noch vorwiegend aus dem Fernsehen informieren. Ja, vielen Dank für diesen Rückblick und eigentlich, dass auch das, Sie das auch so dargestellt haben, wie schleichend, ja, man denkt ja immer, wo war diese rote Linie, ja, gab es so einen Meilenstein, wo man sagen würde, ja, jetzt, also da weiter ging es nur bergrunter, aber dass es wirklich diese schleichende Entwicklung über Jahre hinweg war, ja, vielen Dank. Ingo. Nee, ich glaube, Ulrike Gruska hat das nochmal gut dargestellt. Also ich kann mich auch noch gut erinnern, dass NTW war ja, also der Sender von Gusinski, der tatsächlich sowas wie der Leuchtturm sozusagen der neuen russischen freien Medienlandschaft damals war. Und wie er dann geschlossen worden ist und von Gazprom übernommen worden ist, genau wie RenTV. Und ich kann mich auch noch gut an die Demonstrationen erinnern tatsächlich. Also das war tatsächlich ein sehr, sehr schleichender Prozess auf der einen Seite, aber tatsächlich auch ein sehr gezielter Prozess des Regimes Putin eben, die einerseits die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, die Informationsbildung, Journalismus einzuschränken, gleichzeitig dann eben auch, das ist auch schon angesprochen, die Mechanismen dieser ja sehr spezifischen Propaganda Russlands, eben die von Wladislaw Surkow beispielsweise miterdacht worden ist, also diese Gegenrealität sozusagen, dessen Produkte wir und Ergebnisse wir uns ja heute jeden Tag sozusagen von Lavrov und Putin anhören können, die uns ja wirklich sehr, als kämen sie vom Mond sozusagen, vorkommen, die schon vor langer Zeit tatsächlich erdacht worden sind. Und die Frage stellt sich einerseits natürlich die Einschränkung der Medien, also der freien Medien, andererseits aber wie diese Propaganda, wie es gelungen ist, dass diese Propaganda so gut verfängt tatsächlich in der russischen Bevölkerung. Und da ist ein Stichwort sicherlich diese Passivität. Also das ist das, was wir jetzt auch aktuell erleben, dass es eben keine Massenproteste gibt, dass die Leute sich eher wieder wie in der Sowjetunion ins Private zurückziehen, dass sie sich apolitisch nennen oder unpolitisch, was ja tatsächlich auch ein
eine gezielte Politik des Regimes und Putin und auch von eigentlich allen autoritären Systemen. Das in Belarus haben wir genau die gleiche Situation. Das heißt, wer sich mit Politik beschäftigt, für uns ist gerade Politik ganz normal in der Demokratie, aber dort, wer sich mit Politik beschäftigt, der bekommt irgendwann Probleme, nicht nur Journalisten. Und das ist eigentlich, glaube ich, die zentrale Frage. Also wie ist es diesem Regime gelungen, dass sich diese, warum, dass sich diese Propaganda verfängt? Und wie können wir quasi, also die Leute, die in Russland noch sind und die sich so zurückziehen, wie können die wir die jetzt noch erreichen? Also nicht nur als westliche Medien, das ist eine, aber natürlich auch die russischen Medien, in der, die jetzt vor allem in der Diaspora sind. Ja, vielen Dank. Ja, eine kurze Anmerkung auch von mir. Also ich glaube, wir haben die Macht des Fernsehers doch unterschätzt. Und ich kann... Also die Diskussion in den letzten 10 Jahren war so, dass eigentlich das Fernsehen, keiner braucht das, es ist zu altmodisch. Es war schwer, das ernst zu nehmen, also diesen komischen, in beiden Sinnen, Militarismus. Fernseh-Talkshows mit Herumgeschrei und mit Menschen, die zum Teil keine Ahnung hatten von Politik und halt nur emotional geladene böse Sprüche oder so, Attacken gegenseitige. Also es war wirklich sehr schwer, das ernst zu nehmen und es hat, glaube ich, fast keiner ernst genommen und es war eigentlich eher geschmacklos, das ernst zu nehmen, habe ich jetzt den Eindruck. Wir haben alle befanden uns alle in unserem Bubble, Internet und haben diesen auch Generationenkonflikt verpasst, weil die Statistik zeigt ja, dass die Unterstützung für den Krieg in Russland insbesondere die ältere Generation anbetrifft, also die Älteren, die über 50-Jährigen, die sind mehrheitlich für den Krieg und je jünger man ist, desto sinkt die Unterstützung und klar, desto informierter sind auch die Menschen. Und diese ältere Generation sind ja auch keine Omas und Opas, die noch Stalin erlebt haben. Ja, es sind Menschen, die bei Perestroika noch jung waren. Und wie konnte das passieren, dass sie, also eigentlich, wenn man 20 oder 30 ist bei Perestroika, wie konnte es dann passieren, dass man diese Ideale, diese Werte so wenig, dass man davon so wenig hält? Ist ja natürlich die Frage, also die noch soziologisch und psychologisch noch beantwortet werden muss. Ja, ja, vielen Dank. Was Sie jetzt zum Konsum oder halt zu dieser Macht vom Fernsehen gesagt haben, das stimme ich überein. Also es war wirklich auch für mich eine große Überraschung. Und das habe ich wirklich gemerkt. Wenn jemand sagt, der konsumiert im Medium, also Fernsehen auch vielleicht mit einem Auge oder einfach im Haushalt läuft Fernsehen, da siehst du schon, also da hörst du schon gleich irgendwie diese Narrative raus, die dann wiederholt werden. Und ja, und das ist schon eine große Frage mit diesen Statistiken, natürlich Umfragen, ja, was die Leute dann sagen bei diesen Umfragen, das ist schon eine große Frage, wie man da, wenn man da was Vertrauen, also ob man das vertrauen kann, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Tendenz, die Sie beschreiben, und da würde ich gerne an Aluna Shestopalo auch das Wort geben. Thank you. As Anna mentioned, I will be speaking in English, and Carolina will help me to translate what I will be saying into German. So I will be making small breaks, so that Caroline will be able to translate in small parts, like sentences or paragraphs. Could you please start with this, so that people understand what will be going on? Vielen Dank. Wie Anna gerade erwähnt hat, werde ich meine Antworten auf Englisch geben. Und nach allen paar Sätzen kommt dann die deutsche Verdolmetschung. Das heißt, die Aussage wird dann entsprechend unterbrochen.
First of all, I would like to kind of develop all of the thoughts which were already voiced by other speakers, as I totally relate that in this question which Anna asked us, I'm also not agree with the part about how came that it happened so quickly, because I also do not think the same as other speakers that those changes happened quickly and that it was out of a sudden that Russians began to support the war and began to believe in Russian media. So I do not think that it happened suddenly. Ich würde mich gerne dem anschließen, was bereits gesagt wurde hier auf dem Podium. Auch ich in dieser Frage, die uns Anna gestellt hat, mit dem Statement, dass es so schnell passiert ist, nicht einverstanden bin. Ich finde, dass das gar nicht so schnell war und dass man nicht sagen kann, dass das so plötzlich geschehen ist, dass die russische Bevölkerung den Krieg angefangen hat zu unterstützen. I have three brief points to argue that it didn't happen quickly, both in terms of state control over main media, but also in terms of support of Russians in what was said in the media. So three points, and my first point is that as a person who analyzes Russian state control news coverage of the Euromaidan, annexation of Crimea, and first months of the war in Donbass, I can say that already back in 2013 and 14, Russian state-controlled TV channels began to dehumanize and demonize Ukrainians, so that when we are talking about the changes which happened in the rhetoric of Russian state-controlled media after 24th of February 2022, those changes are actually not as big as those changes which happened with the beginning of Euromaidan. So basically, even if we are talking about Ukraine and about Russian aggression against this country, also those narratives, they are not in the air of Russian state-controlled media as of February. They have been there for more than 8 years by now. This is the first point. I prepared three points to prove that. Ich habe drei Punkte vorbereitet, um zu zeigen, dass das nicht so schnell passiert ist. Und zwar auch um zu zeigen, dass die staatlich kontrollierten Medien in Russland auch schon sehr viel früher mit einer gewissen Propaganda angefangen haben. Und mein erster Punkt ist, da ich mich damit auseinandersetze, wie die Berichterstattung auch zu Euromaidan ausgesehen hat, zu der Annexion der Krim und auch zu dem, was in Donbass passiert ist, kann ich ganz sicher sagen, dass bereits im Jahr 2013 bzw. 2014 die Medien, die unter russischen staatlichen Kontrolle sich befinden, damit angefangen haben, die UkrainerInnen zu dehumanisieren bzw. zu entmenschlichen und zu dämonisieren. Und das ist also ein langer Prozess. Und wenn man davon spricht, wie die Veränderungen in der Rhetorik seit dem 24. Februar 2022 stattgefunden haben, dann finde ich, dass sie gar nicht so groß waren im Vergleich zu dem, was zu Zeiten des Euromaidans passierte. Und diese Narrativen sind gar nicht neu, sie sind mindestens 8 Jahre alt. My second point was also connected to what was said by other speakers. You were mentioning NTV and it's an TV channel which was critical towards Russian authorities back in 90s. So I think that all of the speakers were mentioning this channel. I would also like to kind of develop this thought and say that today we are talking about Russian state-controlled media and Russian war against Ukraine. Back in the middle of 90s, we had the Russian-Chechen war. And we can say that during the first Russian-Chechen war, NTV was the main major TV channel in Russia, which was covering all the brutality of the war and which was covering actions of Russian authorities there critically. After the second Chechen war in 2001, as was already mentioned, this channel was taken under the control of Gazprom Media Group.
And when we are talking about the next war held by Russia in recent decades, it's the Russian-Georgian War of August of 2008. By that time, NTV was one of the TV channels which was portraying Russian authorities and their action in Georgia favorably. So the critique which was there in the middle of 90s and in the end of 90s during first and second Chechen wars were not there any longer in August 2008. And these processes, they began back then and they are developing right now, and the trend is to a higher and higher state control. Mein zweiter Punkt bezieht sich auch auf die Aussagen, die hier bereits gemacht wurden. Fast alle SprecherInnen hier auf dem Podium haben NTV erwähnt, einen Fernsehsender, der noch in den 90ern kritisch war und der sich heute unter russischen staatlichen Kontrolle befindet. Aber noch zu Zeiten des ersten russisch-tschetschenischen Krieges war NTV einer der größten Fernsehsender und der hat von der Brutalität dieses Krieges sehr kritisch berichtet. Und 2001, das wurde hier auch schon erwähnt, wurde der Sender von Gazprom Media Group übernommen und ist seitdem, befindet sich seitdem unter der staatlichen Kontrolle. Und wenn man sich die russischen Kriege in der letzten Dekade anschaut, dann hatten wir den russisch-georgischen Krieg im August 2008. Da konnte man schon sehen, dass NTV sehr die Politik Russlands in diesem Krieg unterstützte. Das heißt, diese kritische Sichtweise von den 90ern ist dann im August 2008 nicht mehr vorhanden gewesen. Und diese Prozesse begannen also zu dem Zeitpunkt, und der Trend ist, dass es immer mehr staatliche Kontrolle gibt über alle möglichen Medien. And my last point, I understand that unfortunately what I am saying is taking two times more time because it's also translated. I'm sorry for that. I hope that in 1 year my German will be good enough to be able to speak in German the same as other speakers. So my third point is that unfortunately it's not just about the state control over media in Russia, it's also that the same as here in Germany, in that part what was Eastern Germany, post-World War II transformation didn't happen on the values of anti-totalitarianism, so that there were values of independent media system, of independent and objective journalism, etc. Instead, here in Eastern Germany, post-World War II transformation happened on the values of anti-Nazism. So basically what happened here after 1945 wasn't much connected with independent media system either. And we can say that, yes, at the end of, before the collapse of the USSR, at the end of 80s, there were a couple of years of glasnost, and also at the beginning of 90s, there were years of media pluralism in Russia. But unfortunately, it was too little time for Russians to feel that free speech and media freedom is an important value for all of them. Even if we are speaking about NTV, I have a statistic here with me that in 2001, and at the same year when NTV was taken under control, only 4% of Russians said that they feel it as an aggression against their rights. While by 2006, almost three quarters of Russians either did not remember what happened to NTV, or they said they do not care about it. So basically, when we are talking about today's situation, it's also that Russians didn't have much time to feel that media freedom is important for them, as probably people in some other countries feel. That's my last point. Thank you. Ich habe gerade verstanden, dass alles, was ich sage, doppelt so lange dauert wie das, was meine Kolleginnen und Kollegen hier sagen, weil das verdolmetscht werden muss. Und ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, dass ich dass in einem Jahr mein Deutsch gut genug ist, um an solchen Podien dann auf Deutsch teilzunehmen.
Mein dritter Punkt ist, dass es nicht nur darum geht, nicht nur um die staatliche Kontrolle der russischen Medien geht. Es geht auch um diverse Prozesse. Und ich denke, diese Prozesse könnte man auch mit denen in der damaligen DDR vergleichen und mit der Transformation, die hier stattgefunden hat nach dem Zweiten Weltkrieg, die also nach 1945 nicht so viel mit unabhängigen Medien zu tun hatte und sich nicht auf Werten, die man als posttotalitär oder antitotalitär bezeichnen würde. Stattdessen basierte man auf Werten, die man als anti-nationalsozialistisch bezeichnen würde. Und genau, und das hatte mit freien Medien nicht so viel zu tun. Und in Russland gab es tatsächlich eine Zeit lang, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo man mit einem gewissen Pluralismus in den Medien zu tun hatte. Allerdings hatten die Russen einfach nicht genug Zeit, um sich daran zu gewöhnen und es auch zu schätzen lernen. Und zu schätzen wissen lernen sozusagen. Und ich hatte eine Statistik gesehen und die habe ich auch mitgebracht. 2001 haben nur 4% der Russen diese, sage ich mal, Zerstörung der unabhängigen NTW, des Fernsehsenders, als Aggression empfunden auf ihre Freiheit. Also nur 4%, und 2006 hat sich drei Viertel der Bevölkerung entweder an die ganze Sache nicht mehr erinnert oder hat zugegeben, dass es sie nicht so richtig interessierte. Das heißt, es geht auch darum, dass man nicht genug Zeit hatte in Russland, um sich an freie Medien zu gewöhnen und auch um eben die Wichtigkeit der freien Medien zu schätzen lernen. Ja, vielen Dank, Frau Szepalowa, für die. Also Sie haben da hier mehrere wichtige Themen aufgegriffen, angefangen von eigentlich Narrativen der Propaganda, die über Jahre hinweg aufgebaut wurden, seit 2014. Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Und auch, womit Sie geendet haben, mit diesem Wert der Pressefreiheit in der Gesellschaft, dass es eigentlich nicht so einen hohen Wert hat, oder vielleicht haben die Leute eigentlich, also jetzt wurde mehrmals NTV, also diese das Fernsehsender erwähnt, und dann hat Ingo Petz eigentlich gesagt, das gehörte Gusinski, dem Oligarch. Das heißt, ich würde sagen, also diese Zeit der Pressefreiheit in den 90ern, besonders zweite Hälfte der 90er, das war ja auch eher so, wo Medien instrumentalisiert waren durch Oligarchen, das heißt für die gesamte Bevölkerung war das eher, okay, das heißt Pressefreiheit, wo es instrumentalisiert wird durch verschiedene Oligarchen. Das heißt, ja, dass eben dieser Wert der Pressefreiheit vielleicht nicht so hoch ist. Würden Sie das auch zustimmen, dass in der Bevölkerung, warum es so ist, immer noch, oder es gibt doch vielleicht Teile der Bevölkerung, die Pressefreiheit auch hochschätzen, dafür immer noch kämpfen. Wie würden Sie das jetzt schildern? Also ich musste, danke, sofort bei dem, was Frau Szepalowa gesagt hat, innerlich den Blick nach Deutschland richten, weil ehrlich gesagt bin ich viel weniger erstaunt oder erschüttert darüber, dass die russische staatliche Propaganda in Russland so gut funktioniert, wo, wie gesagt, das einfach seit zwei Jahrzehnten massiv ausgespielt wird, sondern dass die auch hier in Deutschland so gut funktioniert. Also kann ich ja gleich elegant den Bogen hierher schlagen. Aber wir sehen in der diesjährigen Rangliste, die heute erschienen ist, dass Deutschland wieder ein Stückchen gefallen ist und das auch hier natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit den Zuständen in Russland. Aber dass es auch hier einen erschreckend hohen, also für mich erschreckend hohen und zumindest nennenswerten Teil der Bevölkerung gibt, der offensichtlich Presse- und Medienfreiheit nicht als besonders hohes Gut schätzt. Das sehen wir an den krassen Zahlen von gewalttätigen Übergriffen auf Journalistinnen und Journalisten und auch hier in Deutschland. Und da
wäre interessant zu schauen, ob es da einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland gibt, verfängt ja russische staatliche Propaganda in Form zum Beispiel von RT Deutsch oder Online-Portalen, die weniger bekannt sind, verfängt die ja sehr gut, ohne dass sich Menschen damit kritisch auseinandersetzen. Also ich habe so viele Gespräche geführt mit Leuten, die gesagt haben, ja, du glaubst ja auch alles aus diesen Mainstream-Medien, guck dir mal RT an, ich glaube, dass es kommt irgendwie aus Russland. Und das ist ehrlich gesagt, was mich viel krasser schockiert und wo ich dann auch immer denke, müssen wir uns halt auch an die eigene Nase fassen. Und da ist ja auch zu beobachten, dass in Russland sind diese Vorgänge nicht plötzlich passiert, sondern und auch nicht im Geheimen passiert. Es ist nicht so, dass wir das jetzt erst wissen, wie bei den Snowden-Enthüllungen oder wie bei Pegasus oder so. Reporter ohne Grenzen und ganz viele andere Organisationen haben das dokumentiert, haben versucht, öffentlich das zu machen, und es wurde einfach nicht hingeschaut und nicht gehört. Also bis nicht das Deutsche Wellebüro geschlossen wurde in Moskau oder bis ARD und ZDF ihre KorrespondentInnen zeitweise zurückgezogen haben, war jetzt kein überdimensionales Interesse an Pressefreiheit in Russland hierzulande zu erkennen. Also insofern glaube ich, der Wert der Pressefreiheit ist überall ein bisschen unterschätzt bislang. Ja, vielen Dank. Das ist also ein sehr düsteres Bild, aber ja, ist tatsächlich wahr. Genau, eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber ich kann nochmal hier gut anschließen, weil das, glaube ich, ein guter Punkt ist. Also ich würde sogar sagen, der Wert der Pressefreiheit ist auch also in vielen demokratischen Staaten tatsächlich bedroht, und diese Kultur der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Und die Frage ist, glaube ich, grundsätzlich auch, also nicht nur in Russland, sondern auch für uns, wie wir uns resilient machen können gegen solche Formen der Desinformation, Fake News, Framing und so weiter und so fort, Trollarmeen und so weiter. Und das ist halt, das ist halt wirklich schwierige Bildungs- und Beziehungsarbeit. Da komme ich dann auch wieder zurück zu dem, was ich eben gesagt habe. Wie erreichen wir, das wäre auch hier eine Frage, die Leute, die den sogenannten, also ich mag den Begriff wirklich nicht, das ist so ein Kampfbegriff, Mainstream-Medien, also die klassischen Medien, denen nicht mehr vertrauen. Wie kommen wir wieder an diese Leute ran? Wie kommen wir wieder dazu, dass sie diesen Medien vertrauen? Das muss halt in der Schule angefangen werden, sozusagen. In der Schule kann man natürlich nicht alles leisten, aber das Stichwort Medienkompetenz, das sind einfach Dinge, die von Anfang an gelernt werden müssen. Und das ist heutzutage umso wichtiger, weil wir durch das Internet nochmal so einer Masse an Informationen gegenüberstehen, die einfach ständig sichtbar ist, und es ist sehr, sehr einfach, natürlich auch Propaganda, und das erleben wir gerade zu verbreiten. Und umso wichtiger wird diese Frage der Medienkompetenz. Jetzt versuche ich nochmal den Sprung nach Russland. Was sich, glaube ich, auch da in Russland, mal abgesehen davon, dass sich in den 90er Jahren diese Kultur der Pressefreiheit nicht, dass die Zeit nicht da war, um das wirklich als Kultur zu verinnerlichen, ist das andere, dass Journalismus, und das kommt noch sicherlich aus der Sowjetunion, dass ein ganz anderes Verständnis von Journalismus herrscht. Und das zeigen auch die Umfragen der letzten Jahre, dass Journalismus bis heute eigentlich verstanden wird im Großen und Ganzen und von der großen Mehrheit in Russland als etwas, das als ein Instrument, um den Staat zu unterstützen, in seiner die Botschaft in die Gesellschaft, in wie auch immer, zu tragen. Und das zeigt natürlich, warum auch gerade die Staatspropaganda durch das Fernsehen, die ja so mächtig ist, das ist ein Grund, warum sie so gut natürlich verfangen konnte. Ja, vielen Dank. Da wollte ich eben auch Dmitri fragen, vielleicht könnten Sie auch noch da zu Ihrem Statement noch eine Frage beantworten? Sie sind ja Vertreter von einem unabhängigen Medium in Russland. Ja, also wie schaffen Sie es, so noch das Publikum zu erreichen? Oder wie schätzen Sie Ihre Wirkung oder Reichweite von solchen unabhängigen Portalen noch ein? Ob da eine Nachfrage gibt? Was erleben Sie als Journalist? Also Medusa ist mit einem oder höchstens zwei Klicks entfernt, immer noch. Also selbst um Instagram zu nutzen, die beliebteste soziale Netz in Russland, braucht man VPN. Also viele haben es inzwischen installiert und nutzen das. Das sehen wir auch an den Zahlen.
noch zu, also ein Thema hat mich wirklich angesprochen, warum haben die Menschen in Russland sich zum Teil nicht unfrei gefühlt? Ja, weil die Situation war ein bisschen komplizierter als jetzt, nach dem 24. Februar. Es gab ja bestimmte Inseln der freien Presse, die auch mit bestimmten staatlichen Strukturen zusammenhingen. Ja, Echo Moskwy gehörte ja Gazprom Media und trotzdem war relativ frei. Ja. Also es gab rote Linien. Eine davon war die Familie von Putin, also die Medien, die über seine Töchter oder so geschrieben haben, die hatten Probleme. Das hat man dann gemerkt und auch akzeptiert, solange man eigentlich durchaus regierungskritisch sein kann. Also es blieben ein paar Sender, also wirklich ein paar, die als traditionell regierungskritisch waren und blieben. Und es schien so, dass sie in der russischen Medienlandschaft so verankert sind, dass sie eigentlich für immer da sein werden, wie Novaya Gazeta und Echo Moskwy oder Dost, obwohl Dost gar nicht so lange existiert und eher mit Medvedev-Epoche was zu tun hat als mit Putin. Und trotzdem und irgendwie deswegen, also leben wir jetzt in der Zeit, also seit 2 Monaten ohne Echo Moskwy und ohne Deutschland. Es fühlt sich komisch an, also selbst für mich, der die Lage ja genau beobachtet hat. Und das Problem war, dass diese Presse einfach mal geduldet war und dass es so schnell auf einen Klick, auf einen Schlag abgespalten, geschlossen werden kann. Also ich erinnere mich auf diese Nacht, wo Medusa und ein paar andere Sender, BBC, Russian, Deutsche Welle und etwas mehr, also ein paar mehr, kann ich mich nicht erinnern. Es war die Nacht Ende Februar oder Anfang März, als diese Sender blockiert waren im russischen Internet. Und es war wirklich ein Sprung ins Dunkle. Also ich habe in dieser Nacht gearbeitet auf dem Telegram-Kanal von Medusa. Es war auch eine ziemlich große Verantwortung, weil mit dem Anfang des Krieges hat der Telegram-Kanal von Medusa sprunghaft angestiegen, also irgendwie 100.000 in zwei Tagen. Jetzt ist es inzwischen über 1 Million und anders als 1 Million Leser und anders als andere, als die Seite von Medusa oder als Facebook, ist Telegram nicht blockiert, also ist für jeden Russen zugänglich nochmal, wie die Russen es erreichen können. Also Telegram-Kanäle bleiben ja auch, bleiben bestehen. Russische Staatspropaganda nutzt es sehr gut, deswegen bleibt Telegram, glaube ich, auf dem Markt. Ja, also passiert nichts und Pavel Durov hat ja wie es rumgesprochen wurde, auch eigentlich mit dem russischen Staat so ein Deal mehr oder weniger geschlossen. Und ich wollte nur sagen, dass die Landschaft etwas bunter und etwas nicht so schwarz-weiß war, wie es jetzt ist. Deswegen war dieses Gefühl der Unfreiheit nicht bei jedem präsent. Man konnte da immer auf einen bestimmten Sender mit dem Finger zeigen und sagen, na schau mal, wir haben noch Venediktov, wir haben diesen ukrainischen Journalisten, der bei der jährlichen Pressekonferenz von Putin seine kritische Frage gestellt hat und man konnte sagen, na, schauen wir mal, wir haben den Zimbaluk, wir haben Echo Moskwy, wir haben Dost und selbst bei Medusa
obwohl die ganze Infrastruktur seit 2014 im Ausland lag, in Lettland. Ich glaube, die Hälfte der Mitarbeiter haben von Russland aus gearbeitet, haben ganz normal in Moskau gelebt und bis 24. Februar. Ich wollte es nur kurz ergänzen, also weil das ein guter Punkt ist. Über viele Jahre hinweg wurden eben auch diese freien Medien geduldet. Sima hat gesagt, sie wurden in so Nischen gehalten sozusagen. Sie durften früher bei Zeitungen, also sie durften auch keine zu große Auflage erreichen, dann wurden sie wieder repressiert. Also ich kenne das vor allem aus Belarus auch sehr gut, was immer noch mal ein wesentlich repressiveres Regime gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Journalismus und Medien war. Da gab es das große Portal Tutbai, was 3 Millionen Leser im Monat hatte. Und wenn man sich vorstellt, dass Belarus 9,5 Millionen Einwohner hat, das hat sich über viele Jahre, hat sich das zu einem sehr einflussreichen, unabhängigen Portal entwickelt. Und das Regime konnte natürlich auch immer wieder sagen, so, es waren so ein bisschen wie die Feigenblätter. Also wenn gesagt wurde, von außen hier kritisiert wurden, Menschenrechtsverletzungen, Repressionen gegen Journalisten und gegen Medien, aber wir haben ja hier und so weiter und so fort. Und in Russland war es eben auch so. Also es gab viele Inseln, gerade in den letzten 10 Jahren sind ja wahnsinnig viele sehr gute Internetprojekte entstanden in Russland, die wirklich sehr, sehr guten Journalismus gemacht haben. Was ich mich da aber frage, und das ist vielleicht so eine Frage auch an die Runde, ob die gerade diese Internet-Online-Plattformen, Medusa ist sicherlich eine, wie V-Times beispielsweise, ob die nicht also Journalismus für die Leute gemacht haben, die sie sowieso erreichen. Also gerade diese junge, liberale, urbane, aufgeklärte Schicht und es eben auch vom Pass haben, die Leute in der Provinz zu erreichen. Also die Leute, die tatsächlich das Regime und Putin unterstützen. Ja, das ist ein großes Problem der russischen Opposition und der russischen liberalen Intellektuellen, die sich so eher so, man sagt manchmal so diese Facebook-Blase sich befinden. Und natürlich, was Sie beschrieben haben, ist auch so ein Merkmal der modernen, also Informationsautokratien, die durchaus auch ihre Vorteile haben, dadurch, dass sie eben diese freien Räume zulassen. Ich glaube, das war schon so, was jetzt Dmitri beschrieben hat, diese Zäsur, das war, glaube ich, am 4. März ist das Gesetz, dieses Anti-Fake-News-Gesetz, also am 5. ist in Kraft getreten. Und das war, glaube ich, schon so ein Schock, wo halt die Medienlandschaft über Nacht sich verändert hat und so viele Medien sich schließen mussten und so viele Leute ausgewandert sind. Und es war wirklich so, wo eben jetzt Krieg nicht genannt werden darf oder auch das Wort Frieden, für das Wort kann man verhaftet werden. Ja, das konnte man noch vor ein paar Wochen nicht glauben. Und ich will gerne also die Frage aufgreifen, was jetzt Ingo Petz schon zweimal gestellt hat mit irgendwie, wie erreichen wir oder was macht man eigentlich gegen diese auch massive Propaganda, auch Außenpropaganda, was jetzt Alona Stoppalova eigentlich erforscht. Ist eigentlich so ein Qualitätsjournalismus oder so ein unabhängiger Journalismus so ein Gegengift gegen so eine Propaganda oder soll da irgendwas mehr getan werden, was für wirksame vielleicht Instrumente gibt es aus Ihrer Sicht, um eben also entgegenzuwirken, diese Propaganda entgegenzuwirken, auch in diesem Krieg und vielleicht auch Leute zu erreichen in Russland, eben diese breitere Schichten der Bevölkerung. Thank you for this question, because we cannot just declare that everything is bad. We also have to think about what to do with all of this. Before coming to this question, I would like to address the issue of whether it's a Facebook bubble or whether a lot of Russians were actually interested in independent media. And I would like to show two screenshots from Levada Center. The first one with the graph. We all basically know about it. I just wanted to remind it one more time. This is the graph from a Russian polling station. The question was, Russians were asked, what is the source where you learn about news in your country and in the world? And the first four bars are from March 2014. And then 2015 and 2016, the first four bars are about TV. So basically,
when we are talking about Russian regime tolerating radio station Echo Moskvy, or when we are talking about Russian regime tolerating other independent media outlets, my opinion is that the regime was tolerating them because they were not influential enough to make some changes in Russia. That's why they were allowed to be there. Vielen Dank für diese Frage. Das ist sehr wichtig, nicht ständig nur zu sagen, was schiefläuft, sondern sich auch zu fragen, was man machen kann. Aber bevor ich dazu was sage, wollte ich nochmal die Sache mit dem Facebook-Bubble adressieren und gucken, inwiefern das tatsächlich stimmt und inwiefern Menschen sich für unabhängige Medien überhaupt interessieren. Und ich habe hier zwei Folien mitgebracht. Hier sieht man die Ergebnisse einer Umfrage von Levaga Center durchgeführt. Die Frage, die den Russen hier gestellt wurde, war, welche Quelle benutzen sie, um über die Neuigkeiten, die News in deren Land zu erfahren und welche, um über die Geschehnisse auf der Welt zu erfahren. Und es gibt hier, also die Frage wurde 2014, 15 und 16 gestellt und die ersten vier Säulen hier, da geht es um Fernsehsender. Und ich glaube, dass man das ziemlich deutlich sieht. Ich glaube, dass die Tatsache, dass zum Beispiel Echo Moskvy toleriert wurde, geduldet wurde oder auch andere Medien, die unabhängig waren, geduldet wurden durch das Regime, dass es daran lag, dass sie nicht genug Einfluss hatten auf die Bevölkerung, um überhaupt irgendwas zu verändern. And the second screenshot is the one with tables. Again, Levada Center, first question was, the first table is about the question whether you watch TV Rain, Telekanal Dozhd, and if so, how often do you watch it? And the first number that is smaller than 1%, so less than 1% of recipients said that they watch TV Rain every day or almost every day. It's the poll of May 2016. And when we see that number 87% of Russians said that they never watched TV Rain. And the second table is about Echo Moskvy. 1% of Russians said that they listen to it every day or almost every day, and 83% of Russians said that they never listen to Echo Moskvy. So basically, for me, the main question of what we can do to somehow positively influence situation in Russia, the first question which has to be asked is how to attract people, how to distract people from TV and attract people and motivate them to watch something else. Because maybe it's just kind of very useful and very comfortable for Russians just to watch what they like on TV, and that's it. Hier auf der zweiten Folie, hier wieder Levada Center, die Frage, die gestellt wurde, ist, ob sie TV Rain gucken und wenn ja, wie oft. Und hier weniger als 1% der Respondenten sagten jeden Tag oder fast jeden Tag. Die Umfrage stammt aus Mai 2016 und 87% haben zugegeben, dass sie den Sender einfach nie schauen. Dann in der zweiten Tabelle geht es um Echo Moskvy und hier haben 1% der Befragten gesagt, dass sie jeden Tag oder fast jeden Tag Echo Moskvy hören und dafür haben 85% gesagt, dass sie das nie tun. Das heißt, für mich ist die Hauptfrage oder die wichtigste Frage, was kann man machen, um die Menschen irgendwie wegzuziehen von diesen TV-Quellen und sie zu motivieren, irgendwas anderes zu gucken? Denn es kann sein, dass sie einfach sich sehr komfortabel fühlen mit diesen Quellen und man muss an einer Motivation denken, die das verändern könnte. Ja, vielen Dank. Ich glaube gleich irgendwie, ja, hat Ulrike Kruske gleich was ja, zu sagen, ich wollte noch, also diese Idee, was eigentlich Fernsehen ist eigentlich ziemlich erfolgreich, um, glaube ich,
die, also vor allem auch so Traumata und die ganzen Wunden der Gesellschaft so sehr geschickt zu adressieren und dazu zählen eben diese Narrativen, die direkt an die Zeit nach dem Krieg, also nach, mit dem Tag des Sieges, an den Tag des Sieges anknüpfen oder an den Zerfall der Sowjetunion, der sehr wirklich, die spielen damit sehr geschickt und ich glaube, die bieten den Menschen eigentlich die sie, das, was sie auch vielleicht gerne hören wollen, ja. Und das ist auch nicht so einfach, die vielleicht eben aus diese aus diesem Zustand und was, wo sie sehr depolitisiert eben und sehr, sehr gemütlich quasi in diesen Narrativen da sich aufhalten, überhaupt da abzuholen. Ulrike. Ich wollte gern das klare Bild noch mal ein bisschen verwischen, denn es also steht außer Frage, dass das Fernsehen in Russland das wichtigste Informationsmedium ist, aber es steht genauso außer Frage, hier haben wir ja Zahlen gesehen, so bis 2016 und der Einfluss des Fernsehens ist seitdem auch merklich gesunken und zwei dieser kleinen Balken hier, die natürlich viel weniger groß sind als das Fernsehen, aber eine waren Internetzeitungen, eine andere waren soziale Netzwerke und wenn Sie das zusammenrechnen, sind wir schon bei 40 oder 50%. Und die Tatsache, dass die Behörden so krass versucht haben, das Internet oder noch versuchen und ja auch mit einigem Erfolg versuchen, das Internet zu zensieren, zeigt genau das, dass sich da ein Gegenmedium etabliert hat. Und es gibt Leute in Russland, die sagen, YouTube ist das neue Fernsehen. Mal sehen, wie lange es das noch gibt. Und ich würde auch darauf hinweisen, noch, dass es große Unterschiede ja in den Regionen gab und gibt. Es gab regionale Fernsehsender, die extrem kritisch waren und wo auch zum Beispiel in Tomsk gab es so einen sehr guten und super populären Sender, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind, als der geschlossen wurde. Und das ist auch, woran ich immer denke, wenn von der tatsächlichen oder vermeintlichen Apolität der Bevölkerung in Russland gesprochen wird. Die Menschen haben ja ganz krass protestiert. 2011, 12 zu Hunderttausenden und auch noch immer wieder in Wellen, die ganz brutal niedergeschlagen wurden und auch noch zu Beginn letzten Jahres, als Alexei Nawalny zurückgekommen ist, gab es große Proteste, die aber wirklich mit einer enormen Brutalität niedergeschlagen worden sind und über die Jahre hinweg, zumindest die letzten 10 Jahre, seit 2011, 12, haben wir halt auch einen ganz starken Griff der Sicherheitsbehörden und der Justiz gesehen, der sich so ganz willkürlich Nutzerinnen und Nutzer aussucht, aber die dann auch schon, wenn sie eine falsche Sache liken oder sharen, manchmal für 5 Jahre ins Gefängnis setzen. Also es ist einfach, ich finde, das muss man als Gegengewicht im Kopf behalten, wenn man davon spricht, dass die Menschen so vermeintlich apolitisch da sitzen. Also ich kenne viele Menschen, denen schmeckt das überhaupt nicht, aber die sagen das nicht mehr und erst recht auch nicht mehr gegenüber den Medien oder wenn, sei es sogar das renommierte Levada-Center anruft, man weiß, die Telefone können abgehört werden und dann zieht man den Kopf ein. Ja, vielen Dank, dass Sie nochmal so ein bisschen differenziertes Bild hier zeigen und vor allem durchaus auch lokale Proteste gab es in den letzten Jahren in verschiedenen Regionen Russlands tatsächlich. Und interessant eigentlich, die so was Sie gemeint haben, die Zahl der Zuschauer, also Fernsehzuschauer haben, hat in den letzten Jahren dramatisch gesunken. Im vorletzten Jahr war das nur 62%. Im Moment ist es viel höher, also ich würde sagen, es war noch jetzt vor dem Krieg schon 70%, ich glaube bestimmt auch mehr. Aber das heißt, wenn wenn die Bevölkerung Fernsehen abschaltet, einfach so abschaltet, das ist schon eine große Gefahr für die Regierung. Und wir sehen eigentlich durch diese gewaltsame und restriktive Gesetze, dass sie viel Angst haben, eben dass eine freie Stimme, dass freie Medien oder Leute eben doch politisiert werden.
Ingo. Genau, nochmal zu der Apolität. Also ich glaube, es ist eine Frage der Verhältnisse. Das heißt, wie viele Menschen sind das? Also wir reden von 140 Millionen Einwohnern. Wie viele sind tatsächlich, die sich quasi aus dieser Apolität herauswagen? Warum sie das tun? Also du hast Omsk genannt. Omsk oder Tomsk? Tomsk, Entschuldigung, genau. Das sind ja immer direkte Interessen. Also da geht es um Korruption möglicherweise, um das direkte Umfeld. Das heißt, wie appelliert man genau an diese Interessen über Medien? Das ist auch eine aktuelle wichtige Frage tatsächlich. Ich möchte aber noch mal zu Belarus kommen, weil wir haben da eine Blaupause tatsächlich für das, was jetzt seit März, Anfang März verstärkt in Russland passiert ist. Nämlich seit 2020, da, wenn man den Umfragen und den Zahlen traut, sind es fast ein Drittel der Bevölkerung, die gegen das Regime ab 2020, damals in dem berühmten Sommer nach diesen gefälschten Präsidentschaftswahlen, protestiert haben, gegen das Regime auf die Straße gegangen sind, die auch der Staatspropaganda nicht mehr, da hat tatsächlich eine Eruption stattgefunden und das Regime hat wie darauf reagiert, nämlich damit die Kanäle für den Fluss von unabhängigen Informationen zu schließen, zu liquidieren, die Journalisten festzusetzen, außer Landes zu treiben, die großen Medienunternehmen zu schließen, außer Landes zu treiben, die User und Leserinnen zu kriminalisieren, eben für Reposts in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Und warum macht das Regime? Weil es eben versucht, diesen Fluss dieser freien Medien, dieser Informationen komplett zu schließen. Und da ist die Frage, kann diesem Regime das gelingen, diese Deutungshoheit wieder zurückzuerlangen? Das ist in Bezug auf Belarus nochmal eine ganz andere Frage, weil die Ressourcen einfach viel geringer sind als bei der russischen Staatspropaganda. Und die Frage in Russland genauso, kann es dem russischen Regime gelingen, tatsächlich den Fluss von unabhängigen Informationen komplett zu schließen? Und für uns die Frage, wie erreichen wir die Leute, also mit ihren eigenen Interessen, um sie aus dieser Apolität rauszuholen? Ja, vielen Dank. Und dann eigentlich ja zurück zu der Frage, wie erreicht man Leute oder wie vielleicht andersrum formuliert, wie kann man hier aus dem Westen unabhängige Medien in Russland oder in Belarus, aber jetzt sprechen wir über Russland, effektiv unterstützen. Jetzt haben wir ganz viele Journalisten und Journalistinnen, die geflohen sind, die hier auch Zuflucht gefunden haben, auch die deutsche Redaktionen beschäftigen jetzt mehrere russische Journalistinnen und Journalisten. Aber wie erhält man diese Infrastrukturen auch recht oder wie hilft man denen, ohne die abhängig zu machen wiederum, ja? Dass sie immer auch aus dem Exil immer noch ihr Publikum erreichen können und irgendwas bewegen können da vor Ort. Wer könnte, vielleicht Dmitri könnte was zu sagen. Das ist eine große Frage, weil die Tatsache ist, es gibt jetzt im Westen und in Berlin zahlreiche Hunderte, wenn nicht Tausende, russisch sprechende und ukrainisch sprechende Journalisten, die alle nach einer Art Arbeit suchen und die alle keinen Bock auf Propaganda haben, ja, und eigentlich wollen ihr Beruf frei ausüben, was sie hier theoretisch auch tun können. Es kann man jetzt, wie ich merke, also es werden nach und nach neue Projekte eröffnet. Es gibt jetzt bei den etablierten deutschen Medien ein paar Versuche, russisches Publikum auf Russisch zu erreichen. Ich glaube, das interessanteste Beispiel ist Bild mit sehr guten, also überraschenderweise mit sehr guten Journalisten. Максим Курников ist dabei von Echo Москвы. Екатерина Шульман ist da oft zu Gast. Also praktisch haben sie
ein kleines Echo Moskvi in diesem Berliner Bildstudio. Ja, ich war wirklich überrascht, weil ich auch jede Woche Ekaterina Schmulin schaue und irgendwie wirklich diese Qualitätsjournalismus und in Körper uns von irgendwie politische Analyse und dann in der Bildredaktion, das war schon sehr unerwartet zu sehen. Ja, Ekaterina Schulmann und Bildzeitung kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen. Ja. Aber es wurden ein paar sehr gute personelle Entscheidungen getroffen bei Bild, steht außer Frage. Man kann jetzt auf meinen früheren Arbeitgeber anschauen, auf den russischsprachigen Berliner Fernsehkanal Ost-West, der auch plötzlich unerwartet eine wichtige Nummer wurde, weil fast einziger unabhängiger russischer Fernsehkanal überhaupt in der Welt. Also in Europa, glaube ich, sowieso. Und es sind jetzt namhafte Journalisten, Michael Sieger, der Star, arbeitet jetzt in Berlin bei diesem kleinen Fernsehsender, hat meinen ehemaligen Sendeplatz angenommen, was für mich eigentlich eine Ehre ist. Ja. Und also man sieht, aber man versteht natürlich, dass von diesen neuen Projekten, von fünf neuen Projekten vielleicht nur eine überlebt oder halt von zehn nur eine. Und man weiß, dass Medien zu machen ist sehr kompliziert. Also man investiert Jahre und Millionen und erreicht häufig nichts. Also man braucht da 5 Jahre, um überhaupt noch irgendwas zu erreichen, um gehört zu werden. Also Ost-West existiert schon seit, 8 Jahren oder so. Und nur in diesem Jahr kam es zum Durchbruch und nicht nur, weil der Sender gut ist, sondern halt, weil die Umstände so sind. Deswegen gibt es eigentlich nur wenig Grund, optimistisch zu sein. Für viele Journalisten, für viele Kollegen muss gesagt werden, dass sie ihren Beruf hier nicht ausüben können oder halt nicht davon leben können und machen es hobbymäßig dann oder so. So sieht es aus. Man sieht auch, dass die historischen Ereignisse schneller laufen als unser Einfluss auf sie. Wir können so gut wir können arbeiten, aber die Umwälzungen, die wahrscheinlich Russland bevorstehen, sie werden schneller passieren als wir denken. Also ist es nicht so, dass wir in den nächsten 10 Jahren oder 5 Jahren 5% der Russen überzeugen, nicht mehr Fernseher zu gucken, sondern halt Medusa zu lesen oder so. Das passiert, aber ich glaube, dass die Umwälzungen unbekannter Art schneller laufen und dass man vielleicht noch eine Chance bekommt, die Medienlandschaft gänzlich neu zu gestalten, wie Anfang der 90er, und man gewisse Vorsichtsmaßnahmen trifft, wie man diesmal Fernsehsender und nicht nur die Presse wirklich frei macht, und zwar auf langfristiger Basis und nicht nur, dass weniger oppositionelle Sender einfach mal geduldet werden. Wir sehen, dass es in einer Nacht enden kann, und diese Erfahrung, glaube ich, will keiner noch mal sehen in der Geschichte. Ja, vielen Dank. Ob man aus der Geschichte lernen kann, das und wird, das hofft man und das wird man natürlich sehen. Ich wollte noch Ulrike Ruske fragen, weil Reporter ohne Grenzen natürlich sich da jetzt sehr viel einsetzt und dafür einsetzt, um die unabhängigen Journalisten aus Russland zu helfen. Was wird da gemacht und wie würden Sie dann also diese bessere Unterstützung vielleicht für die Pressefreiheit in Russland vorstellen? Was muss da gemacht werden? Also wir haben, Reporter ohne Grenzen hat vor einigen Wochen den JX Fund ins Leben gerufen, einen Fonds für Journalisten,
TEDden, Journalismus im Exil, wo es zum, weil es ja gerade eine große Welle der Solidarität gibt und tatsächlich viele Menschen und Unternehmen Stiftungen spenden und wir mit diesem Fonds versuchen, die Mittel zu kanalisieren und es geht natürlich zum einen darum, dann individuellen Menschen, Journalistinnen, Journalisten zu helfen, die jetzt einfach hier sind ohne Mittel, kurzfristig, aber auch, das ist die wichtigere Seite und da geht es nicht nur um russische Medien, aber zurzeit sind einfach die Kolleginnen aus Russland die zahlenmäßig meisten, neuen Exilmedien zu ermöglichen, auf die Beine zu kommen. Also wir denken nicht, dass es schlau ist, Redaktionen von außen zu finanzieren, aber mit Know-how, mit Anschubfinanzierung kann man vielleicht helfen, dass Medien so erfolgreiche, nicht nur inhaltliche Konzepte entwickeln, wie Medusa das getan hat in den letzten Jahren, sondern ja auch finanziell. Das ist eine Idee, da gibt es auch Projekte aus Russland, die wir schon unterstützen. Eines der bekanntesten, wichtigsten ist wahrscheinlich Novaya Gazeta Europe, die sich jetzt unabhängig von der Redaktion in Russland gründen und aus dem Exil weiterarbeiten. Das ist eine wichtige Arbeit und das wird sicher auch, weil es gerade so viel Unterstützung gibt und da so viele Menschen dran arbeiten, das jetzt so mit voller Kraft voranzutreiben, das wird Erfolge zeitigen, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Journalismus aus dem Exil immer noch was anderes ist, als wenn die Investigativjournalisten zum Beispiel vom Insider oder von Projekt in Moskau selber recherchieren können. Und auch da wieder ist die Gesamtatmosphäre in Russland halt so wichtig, weil die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt aus Russland hierher oder in den Südkaukasus ins Baltikum gekommen sind, die haben super gute Kontakte und haben noch Quellen in Russland. Aber es äußern sich halt weniger und weniger Menschen frei gegenüber den Medien. Und es ist einfach ein Riesenproblem, wenn die Gesellschaften so repressiv sind, dass sich die Menschen nicht mehr trauen, sich zu äußern. Insofern sehe ich da auch leider sehr wenig Grund für Optimismus in Bezug auf, was können wir tun, um die Situation in Russland zu beeinflussen. Ich glaube, für viele Kolleginnen und Kollegen aus Russland gibt es hier auch noch Arbeit bei Sendern oder Redaktionen, zum Beispiel in Deutschland, die sich an die große Zahl von russischsprachigen Menschen in Deutschland wenden. Da gibt es ja nicht nur liberal und oppositionell Gestimmte, sondern auch ganz viele, die eben bislang vor allem russische Staatsfernsehen auch konsumieren, auch hier in Deutschland. Und ich weiß, dass es auch da Ideen und Projekte gibt, mehr guten Inhalt zu produzieren für russischsprachige Menschen hier in Deutschland, damit auch hier die russische Staatspropaganda, damit der was entgegengesetzt wird. Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich, also, Sie wollten ja fast, also ja, das ist tatsächlich dieses multidimensionale Problem eigentlich, auch nicht nur in Russland, ja. I would also like to add that while speaking about Western help to independent Russian media outlets, we probably should not just speak about the so-called survival mode, how to help those journalists and those communities survive in the current situation, but also whether there are some ways of helping them to reach their audience in Russia. And while the first part is complicated, but still easier one. So you can help with offering a place where they could meet, or you could help them with money, etc. The second part is even more complicated, how to help them to reach their audience in Russia. Several weeks ago, there was a Facebook post by Alexei Navalny. He's not a journalist, but still he wrote something connected to how to reach Russians. And his point was that there is a Russian invasion to Ukraine that made the situation in Russian media system even worse. And he made calculation that there are those surface-to-air missiles called Javelins, which are now sent to Ukraine. And Alexei Navalny wrote in his Facebook post that this one missile costs, I do not remember the sum, a lot of money, thousands and thousands and thousands of dollars. And he said that you should rather
rather not spend that money, you as the West, not to spend that money to buy one javelin, but to give them to Russian opposition leaders, and we would produce advertisement in Facebook and other social media, and we would attract people. The problem is that, from my opinion, is that there are a lot of Russians which have direct contacts and relatives now in Ukraine, and those relatives in Ukraine are saying to Russians what Russian soldiers are doing in Ukraine: raping, killing, destroying, bombing, etc. And those Russians who hear it from their relatives, they do not believe in that. So whether what would help more, thousands of dollars sent to advertisement or a couple of more javelins sent to Ukraine? Cynic question, but still a relevant one nowadays. That's why if we are talking about the full-scale Russian invasion to Ukraine as the reason making situation within the Russian media system even worse, then probably the West could address Russian media problems in the Russian media system by helping Ukraine to win. And I know that probably it's not the most comfortable answer, but I do not think what are the ways of helping Russians in this situation if we are not making TV reality appear even more surreal compared to real reality. And to achieve this, you basically have to help Ukraine in the current situation. Ich habe mich auch gefragt, was der Westen tun könnte, um russischen unabhängigen Medien zu helfen. Und zwar geht es, denke ich, nicht nur um diesen Survival Mode, also wie man überlebt als Journalist oder als Community. Ich glaube, es geht auch darum, und das ist sehr wichtig, wie man helfen kann, diesen Journalistinnen mehr Russen zu erreichen. Und um den ersten Teil zu adressieren, hier könnte man, das ist, finde ich, leichter, man könnte überlegen, den Menschen einen Ort zur Verfügung zu stellen, wo sie sich treffen können oder sie finanziell zu unterstützen. Aber dieser zweite Teil dieser Frage, also wie man Menschen erreichen kann, wie man helfen kann, Menschen zu erreichen, das ist viel schwieriger. Und Alexej Nawalny, der zwar kein Journalist ist, aber der natürlich sehr einflussreich ist, hat vor einigen Wochen auf Facebook einen Post veröffentlicht, in dem er fragte, wie man russische Bevölkerung besser erreichen könnte. Und er hat ein Beispiel gegeben, und zwar ging es um die Juvenis. Javelins, also diese, das ist eine Rakete, also eine Flugabwehrrakete, genau. Und es wurde, also er hat geschrieben, dass eine solche Rakete unglaublich teuer ist. Das sind Tausende von Dollars, die dafür verwendet werden, um sie der Ukraine zu schicken. Und er meinte, der Westen sollte dieses Geld nicht für diese Abwehrraketen verwenden, sondern es den oppositionellen Journalisten in Russland geben. Sie würden Werbung dafür machen in Russland. Und das ist natürlich... Somit könnte man mehr Russen erreichen. Und das ist natürlich eine zynische Frage, mehr Geld in Abwehrraketen zu investieren oder mehr Geld in diese Informationskampagne in Russland zu geben. Und ich glaube, solange man es nicht schafft, dieses Realitätfernsehen absurd zu gestalten und surreal zu gestalten, denn als die richtige Realität, solange wird man mehr Menschen nicht erreichen können. Und ich glaube, genau, das würde helfen.
Ja, vielen Dank. Da haben Sie noch ein Thema aufgemacht. Wir haben leider keine, also das jetzt auch in Deutschland sehr rege debattiert wird, ein ganz wichtiges Thema. Leider ist unsere Zeit schon, unsere Diskussion ist um und ich will mich ganz herzlich bei allen Teilnehmenden bedanken für ihre Einblicke. Wir haben heute eigentlich viel Düsteres über die Pressefreiheit in Russland gehört, was auch wahr ist. An diesem Tag der Pressefreiheit will man aber so, glaube ich, doch hoffnungsvoll bleiben. Und ich glaube, diese Hoffnung geben uns vor allem diese tapferen Kolleginnen und Kollegen, die trotz allem, trotz auch manchmal Lebensgefahr, doch ihrem Beruf und Qualitätsjournalismus treu bleiben und die ihre gewissensvolle Arbeit und ihre Recherchen, ihre kritische Haltung der Diktatur und der Propaganda entgegensetzen. Und wir wünschen Ihnen und uns allen eigentlich viel Erfolg und viel Kraft. Und damit beenden wir unsere Diskussionsrunde. Vielen Dank auch für Sie. Vielen Dank an unsere ZuschauerInnen hier im Campus für Demokratie und auch auf YouTube. Und schönen Abend noch.